Aber ich bin nach Nahen Osten Oktober, Anfang Oktober runtergegangen, bewusst, um die Lage vor Ort anzuschauen und zu realisieren, ich bin ein Typ, der gerne selber Zeugen werden will und sehen, nicht durch anderen hört. Ich bin selbst ein Flüchtling, 85, unter harten Morddrohungen bin ich aus Südosttürkei, saß. Wir sind dankbar, dass wir unsere Leben und Glaube retten konnten. Und ich glaube, leider Gottes, heute gibt es viel in Orient, die diese Chancen nicht haben. Wo wir eingeschult sind, der Direktor, ein Christ darf nie in der Türkei Beamter werden. Automatisch, unsere Lehrer waren Moslem. Wir wurden jeden Freitag gezwungen, den islamischen Religionsunterricht teilzunehmen, trotz dass wir alle Christen sind. Das ist staatlich verordnet. Und wenn jemand nicht mitmachte, wir haben strikt uns dagegen gelehnt, gesamte Klasse, da mussten wir jeden Freitag unsere Hände aufmachen, da haben wir Metermaß aus Stahl, haben wir Schläge bekommen. 4 auf diese Hände, 4 auf diese Hände. Also von erstem Schultag bis 5 Jahre lang, so hat gedauert, jede Freitag. Wir dürften trotz sonntagfreie Schule, wir dürfen nie in die Kirche gehen, außer Totensonntag oder Totentag für die Gedächtnis der Toten. Im Jahr dürfen wir nie nur einmal zur Kirche gehen. Also es war verboten. Wenn jemand in der Kirche gewesen ist am Sonntag, dann nächsten Tag, Montag, haben wir wieder Schläge bekommen. Beispiel in dritte Klasse, damit Sie hier alle hören, was von Rechte wir haben und wir hatten und haben auch bis heute in der Türkei. Türkei ist das fanatischste Volk auf der Welt überhaupt. Unter der Decke. Nach außen sind laistisch, liberal, europäische Rechte. Beim Sagen, aber beim Handeln ist das fanatischste Volk auf der Welt überhaupt. Wir waren in Schneepause, dritte Klasse, 9 Jahre alt. Mein Mitschüler, der hieß Habib, der hat versucht, der war stolz, dass er seinen Namen in seiner Muttersprache, Aramäisch, Jesus-Sprache, schreiben kann. In der Pause, Schneepause sogar. Plötzlich, weiß ich nicht warum, der Direktor kam rein und er hat nach hinten geschaut, da sind 2 Buchstaben. Also ein Buchstaben und ein Vokal. Aramäisch sind die Vokale über die Buchstaben. Schaute so, welche Ketzer hat diese Ketzerbuchstaben geschrieben? Natürlich haben wir geschwiegen. Weil wir wussten, der hat Recht, ihn zu töten, wer das getan hat. Das ist verboten. Und dann mussten wir alle 24 Kinder an die Tafel wieder und wieder schlägen. Metermaß, Lineal. Und dann hat der Bruder, von dem der das geschrieben hat, aus Angst immer seine Hand zurückgezogen. Dann hat er hier gehalten, der hat mit diesem Metermaß-Lineal aus Stahl geschlagen. Vor meinen Augen in dritte Klasse, ja, so kleine Händchen. Ist er rot, Blase, geplatzt und fließt Blut und er schlägt weiter. Über was? Über ein aramäischer Buchstaben mit einem Vokal. Also so mal ein bisschen grob Überblick über die Christenrechte in der Türkei. Diese Frau habe ich in Aleppo getroffen. Sie und ihre Tochter, 9 Jahre, wurden vor ihrem Mann vergewaltigt. Diese Frau habe ich sie in Damaskus getroffen. Ihre gesamte Familie, 6 Personen, wurden vor ihren Augen geschlachtet. Ich spreche bewusst von Schächtung, Schlachten. Wir haben versucht, sie ist alleine geblieben. Wir haben versucht, sie mit einem Nahrungssack und mit ein bisschen Unterstützung für ihre Miete zu zahlen. Ich habe ihn in Kamischlo, Nordsyrien, getroffen. Da ist eine Wunde an seinem Arm. Er und seine Bruder wurden entführt. Die haben Taschen eröffnet im Fleisch und gefüllt mit Salz. Der Bruder ist gestorben. Er überlebt. Wie, weiß ich nicht. Das ist eine seiner Wunden, diese Taschen. Dieses Mädchen ist auch eine. Sie und ihre Schwester, beide entführt, in einem Raum über Monate lang vergewaltigt und zum Schluss ihre linke Brust an der Türschwelle wie die andere geschnitten, weil sie nicht zufrieden waren mit Lösegeld. Ich habe insgesamt mit 218 Mädchen gesprochen oder junge Frauen gesprochen, die entführt, missbraucht, vergewaltigt und Lösegeld gezahlt haben. 13 davon haben die gesamte Schamlippe geschnitten. 3 davon haben die Brust geschnitten. Was ich, schwarze Zahlen, weiß ich nicht, was ich gesehen habe, spreche ich. 174 Videoclips wie diese habe ich von Verwandten bekommen. Da wird gesagt, dass Gott uns geschrieben hat, das zu tun. Wir erfüllen nur das Wort Gottes. Wir bringen dich Opfer vor Gott dar.
töte mit Amerikaner, töte mit dem Westen. Das wird so hier geschrien, das ist deren Zeremonie, wie sie Dschihadisten den Menschen schächten. Wenn jemand nicht gucken will, dann schauen Sie bitte weg. Der heißt Josef, der ist Christ aus Bagdad. Seine Schwester hat mir den Video gegeben. Ich glaube, ich mache mal hier zu. Ich habe einen in Hasseke getroffen, ein Pfarrer hat mir gesagt, Schwester, hier ist jemand, da musst du ihn kennenlernen. Er sagte, einer von diesen Killer war er. Der psychisch kam er nicht mehr klar, der wurde Christ und der hat alles aufgegeben. Und ich habe nur gefragt, was macht ihr mit dem Blut, die ihr sammelt? Der sagt, das ist große Business. Eine kleine Fläschchen Christenblut nach Saudi-Arabien zu den Fanatikern zu schicken, kostet $100.000. Und das nach deren Vorstellung, wenn sie deren Händen mit diesem Blut waschen, die haben sich beteiligt an einem Mordopfer für deren Allah. Nicht unser Gott, deren Allah. Dieser Akbar ist deren Allah, der Menschenopfer fordert. Das ist nicht selbe Gott, um Gottes Willen. Also, das heißt es, die haben auch mit dem Blut der Christen große Geschäft gemacht. Hier bin ich in den Camps gegangen. Und diese Camps sind in St. Abraham in Südosttürkei in Midyat. Und der Türkei gibt damit an, dass die hatten ein Camp für die Christen gemacht, aber sind nur 2 Christen da und 3000 Muslime. Ich bin da hingegangen, um zu gucken, und ich habe mit denen gesprochen, auch, obwohl ich dürfte keine Bilder machen, aber ich habe ein paar Bilder gemacht. Also, ich würde nur sagen, warum dies alles passiert. Das ist alles der Koran und Schariat Anlass für diese Gräuel auf der Welt. Also auf jeden Fall, die Zeit ist knapp. Ich kann bis morgen noch für euch was erzählen. Ich bedanke mich für euch allen, dass ihr da seid, und ich hoffe, dass Europa wach wird. Aber ich erzähle eine kleine Geschichte von einem kleinen Kind. 2010 habe ich Bundesverdienstkreuz bekommen. Ich wurde eingeladen nach Wiesbaden. Ich steige in einen Zug. Da ist ein Kind und ein Vater. Und der guckte auf mich nach, Spanierin, Italienerin oder Griechen. Ich habe gesagt, nein. Ich bin aus der Türkei. Wie, Türkei Christen? Ja, hier und da haben wir gesprochen. Da sagte ich, wir sind geflüchtet aus diesem Grund, was ich vorhin erzählt habe. Aha, jetzt verstehe ich es. Ich habe gesagt, was denn? Hier sehen Sie meinen Sohn Tobias. Der ist jetzt 4. Ich lebe in einem Doppelhaus in einer türkisch-islamischen Familie. Unsere Kinder sogar sind in selbe Woche geboren. Aber seit 2 Monaten, dieses Kind kam nicht mehr zu uns, obwohl die dicke Freunde war. Der hat bei uns gelebt fast. Ohne Schweinefleisch haben wir für ihn gekocht. Und jetzt kommt er nicht mehr. Und vor 2 Wochen habe ich ihn in eine Ecke gedrängt und habe gesagt, jetzt, weil das er nicht abhauen kann, jetzt aber Mohammed, sagst du mir, warum du nicht mehr zu Tobias kommst? Der spreizte seine Hand und er sagte, bitte, bitte, komm mir nicht nahe, du bist Ketzer, du bist unrein, du bist ungläubig. Und ich bin jetzt ein echter Moslem, echter Gläubiger, ich gehe zur Koranschule. Und meine Koranschule sagt mir, dass ich keine Freundschaft mit euch schließen darf. Und Allah, liebe Allah, wenn ich Fehler gemacht habe, bis jetzt mit diesem Ketzer Freundschaft geschlossen habe, wusste ich nicht. Verzeih mir. So, jetzt, das ist auf deutschem Boden. Jede Koranschule lehren diese fanatische Teil für diese Kinder. Was wird in Europa, werde ich jetzt sagen, mit unseren Kindern und diesem Mohammed? Oder eure Enkelkinder mit diesem, wie werden die miteinander klarkommen in Europa? Ich sehe ein bisschen, ich predige keine Islamophobie, aber das sind Realitäten. Wie wird dieser Mohammed mit euren Enkelkindern umgehen? Darf bitte fragen, aber auch ein Appell an Politiker, dass sie halt sich wachrütteln lassen und dass diese Koranschule kontrollieren. Ich habe nichts dagegen, dass ein Glaube gelehrt wird, aber unter Kontrolle, was den Menschen schadet, es muss gestoppt werden, egal wer das ist. Ich liebe Moslem, aber ich hasse deren Gesetze, die den Menschen schädigen. Dankeschön. Ja.